Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Ark Survival Ascended hier auf Aberration. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Scarlet ist auch dabei. Wir stehen in unserer Breeding Base. Hallo. Da ist auch Scarlets Reaper, der am Auswachsen ist. Und ja, hier seht ihr unsere Dinos sozusagen. Hier sind unsere Spinos, da sind die Yeelings und da hinten stehen die Megalos. Und hier stehen unsere beiden Rockdrakes. Da habe ich es endlich mal geschafft, die beiden Werte auf dem männlichen und die drei Werte, die ich präferiere sozusagen, Stamina mit 24 Punkten, Midi 21 und HP 33 raufzukriegen. Ja, und jetzt müssen wir mal die neuen Eier rauswerfen. Dann kann Scarlet jetzt mal anfangen, würde ich sagen. Machen ja, wir mal nach und nach, gucken uns die Werte an. Fangen wir erstmal mit dem 105er an, was ich habe. Dann dem 120. Und zu guter Letzt die 165. Oh. Also der 105er ist schon mal nicht so toll. Der hat keine besseren Werte. 120 auch nicht. 165. Warte mal, 24, 20, 32. 32. Nee, sind alle drei schlechter, als das, was wir haben. Krass. 35 mit dem Gewicht, ne? Also das ist ja, ja, Gewicht ist aber nicht so relevant. Also wenn gucke ich auf die 3. Dabei kann man mit reinbreeden irgendwann, so ist es nicht. Aber ich finde es faszinierend, dass der schlechter ist, der 165er, als den 145er, den wir jetzt haben. Ja. So, was mache ich? Bist du dran? Dann gucken wir uns gleich den Jackpot mal an. Mit dem, ja, ja, erstmal machen wir mal einen 95er und ja, einen. Ja, erstmal das Low-Level-Extra. Genau, ein 95er und ein 115er. Ja. Okay, der 95 ist schon mal shit. Leider. Der hat schon mal 25 auf Stamina, der 115. Das ist ein Punkt besser. Ja. Oh, jetzt kommt der spannende Teil, Leute. Der spannende, ja, Teil. 190er Rockdrake Egg. Gib uns gute Werte. Gib. 2, 1 und Stift. Oh ja. 37 Leben. 30 Stamina, 33 Mili, 37 Leben. Da haben wir unser Breed-Weibchen. Also 37 Leben, das ist sehr 30, gut. 30. Die Werte sind alle besser als das, was wir hatten. Richtig gut. Das ist Breed-Weibchen. Breed-Weibchen. Ich finde das lustig, auf dem Com-Server hat die 135er und hat dann 35 auf Ausdauer. Ja, coole Geschichte. Richtig, richtig gut. So, dein Imprint braucht noch 16 Minuten. Ja, wir werden das nochmal runtergehen Richtung Reaper-Falle und gucken, ob ich mich noch schwängern lassen kann. Vielleicht haben wir diesmal Glück, vielleicht nicht. Mal gucken. Wir geben uns mal nach unten. Richtig. Und wir haben immer noch 90% Tag, 10% Nacht. Ich glaube, beim nächsten, ja, Mal könnte es switchen. Ich bin mir nicht sicher. Ich fülle eben meine Flasche. Essen ist voll, Anzug ist repariert, Heiltränke habe ich noch. Dann gehen wir jetzt mal nach unten. Ins rote Gebiet. Let's go. So, ja, den 190er Eiweiß und 150er Reaper bekommen. Ja, genau. Da hast du ja schon mal alles. Deine High-Level-Ziele erreicht. Ich gehe wieder nach oben. So, ich nach unten. Und der eine Spawn-Container, da ist ja immer was drin. 85er. Oh, wie viel Sieger hier sind. Und ein Rockdrake. Sollte es natürlich hier oben nicht so das Problem sein. Hast du denn unten was? Oh. Nee, ne? Nee, ich habe hier gerade jede Menge Viecher am Hals. Die Rockdrakes mit der Heilerei ist wieder auch etwas nervig. Hm.
Oh, Rottrek ist down, jetzt geht's weiter runter. Also wenn du nichts hast da unten, bin ich mir überlegen, ob ich mir die den 85er hier schnappe. Das ist nur eben rechts abbiegt. Wie gesagt, ich hatte gerade eine ganze Menge Viecher gehabt, die halt etwas lästig waren. Schon wieder noch. Hau dir noch ja, was ich genau hier fehlen ganz viele. Du hast bei dir nichts? Leider nein. Aber ja, ich gebe noch nicht auf. Gucken wir mal hier unten. Den Weg entlang. Ja, ich mache gerade schon mal Nameless hier in der Base kaputt. Ja. Zur Not lasse ich mich gleich schwängern. Jo! Ich habe mich gerade ein Polovia abmounten. Wieder passt. Ey, die Viecher, ey. Boah. Ich hasse die so, ne? Ich bieg mal wieder rechts ab. Vielleicht. Kommt der jetzt in der Reaper raus? Komm, sag dich jetzt damit. Ich glaube, diesmal habe ich Pech gehabt. Okay. Ich mach noch ein paar Nameless hier weg und dann lasse ich mich gleich mal schwängern. Ja. Ja, auch noch Nameless. Und dann lasse ich gleich noch welche mitschleppen hier. Nein, machen wir das. Kein Problem. Hier ist der Kano von mir. Da sieht mich geboxt, natürlich. Boah, das ja. Sich wieder aufgeheilt. Rottrek oder was? Hoho, Reaper hat noch 200 Leben. Schon schnüffel, schnüffel, schnüffel. Okay, hat mich. Nicht schwanger. Das gibt's nicht. Ich glaube, du darfst wirklich dich keinen Millimeter bewegen. Aber wenn die mich hat, ich bin dann immer, ich hab dann Hand und. Ich stand. Hand. Tastatur und Maus war frei. Ich saß einfach freihändig. Jetzt vergräbt sie sich wieder. Ja, die ist weg. Ach. Die ist wieder da. Und das ist eine neue. Nee, das ist die, das ist die. Oh, ich muss weg. In einer neuen schauen. Aber ich könnte ja unten noch mal gucken, was da ist. Lass das nicht. Ich versuche mal hier oben kurz. Wo ist die denn jetzt? Ich
Sieht aber ziemlich vital aus. Nö, nee, ist 1000 Leben. Ja. Aber du siehst halt auf dich, Agro. Er ist 150 Meter weg, also kann jetzt eigentlich nicht mehr Agro auf mich sein. Jetzt dreht sie sich zu mir. Jetzt schnüffelt sie, hat mich. Negativ. Ja, schwanger. Jo, super. Gut, dann porten wir wieder nach oben. Warte, dann porten wir uns mal schnell wieder oben. Dann kann ich meine nämlich imprinten. Ja, perfekt. Oh, das ist geklappt jetzt. Aber ich habe mich draußen einfach hingestellt, das ging dann. Wow, perfekter Sprung. Ja. Okay, das ist, dann können wir gleich zur Karkinos laufen. Also wie lange brauchst du denn noch bis... Huch. Ich guck mal, wie lange der noch braucht. Ich meine, wir haben ja Zeit. Karkinos, die ich despawnt ist jetzt seit einer langen Zeit. Ja, dann töte ich halt Spinus. Letztes Mal habe ich 10 Minuten gebraucht oder so, dann war ich voll. 8 Minuten noch. Okay, ich habe zur Not einen Teleport dabei. Können wir mal hochgehen. Oder ich gehe hoch, wie auch immer. Ich komme da mal mit dem Megalometer. Oben ist es ja nicht so gefährlich. Ja. Auf zu den Perlen. Der ist auch schon ziemlich gut hochgelevelt. Aber warte mal. Bleib mal stehen. Du hast halt noch die schlechten Werte, ne? Oh, wenn man neues. Ne, warte mal. 30, 26 Minuten, 39 HP. Du hast so viel Stamina, Alter. 42? Also du hast 26 Mili und ich habe 38 halt gehabt, Pre-Level, sagen wir es mal so. Hast du noch einen mit 38 dann? Du hast glaube ich sogar welche rausgeworfen. Ich habe die Wände in deinen Cryo-Fridge gepackt. Dann warte mir einen kurzen Moment, dann hole ich mal eben den. Ja. New Base. Lass mir ja nicht zweimal sagen. Angriff ist die beste Verteidigung. Ich nehme mich den Sattel runter. Manchmal. Ja. Manchmal ist das. So. Aber dann habe ich zumindest auch nochmal ein bisschen. 38 Millidamage ist ja das. Müsste es ja eigentlich der hier sein. Ich bin der Meinung, du hattest neue Eier rausgeworfen noch und die habe ich eingecryert. Der hat auch nur 26, ich habe keinen, glaube ich. Okay, ja, dann können wir das danach mal machen. Dass du dir noch ein paar rauswirfst, die Eier sind da. Das ist ja nicht das Problem, dafür... 32. Versuche ich auch zu sorgen für. Ja, die haben alle 332. Also bei 39 müssen die um die 400 haben. Ja, ja. Dann komme ich jetzt mal wieder zurück. Achso, ich sollte den. Jetzt will ich wieder in die Kapsel zurückbringen. So. Deswegen. Dafür. Das Leder brauchen wir, um irgendwann mal einen guten Rocktrack-Sattel zu bauen. Ich finde es halt faszinierend, dass du von den Reapern auch teilweise so Metal-Hatchets kriegst, aber die nicht 100% haben, sondern so 116 und so. So, ich komme wieder zurück. Dann wollen wir mal zu den Spinos. Ja. So, wenn die Alpha-Kakinos platt ist, dann ist der auch die dieser Imprint für den Reaper fertig. So, jetzt haben wir es.
Bin ich ja mal gespannt, ob das. Ja. Am liebsten würde ich. Lass uns mal generell erstmal nur zu Karkinos laufen. Ich würde gerne wissen, ob man mit einer Alpha Karkinos, mit der Level 100er, ja, das komplett voll macht. Die hat 77.000 Leben. Das wird mit Sicherheit voll sein. 77.700. Das ist aber super weit weg, Mann. Ja, es geht. 300 Meter. Ja. Für die armen kleinen Megalobeinchen noch ein ziemlich weiter Weg. Wo ja einfach diese Wand von Dino davor steht, ne? Cool, dann müssen wir uns, wenn wir Glück haben, erstmal um Rocktrack-Eier erstmal nicht mehr kümmern, sondern nur noch breeden, bis wir dann ein schönes Pärchen haben. Und dann haben wir Verschleißtiere für die Oberfläche. Verschleißtiere. Richtig gute Verschleißtiere dann wahrscheinlich. Und dann hoffen wir mal, dass wir irgendwann nochmal bessere Drops da oben kriegen. Ich hoffe auf das Halloween-Event, dann mal ein paar bunte Rocktracks rausholen. Ganz wichtig. Da gibt es ja wieder Rot, Orange, Lila, Schwarz. Also Schwarz ist richtig edel für so einen Rocktrick. Mal kurz Stamina trinken. Also Schwarz und Rot. Das ist eine super Kombi. Und das kommt Tankstamina. Nur ich brauche dann leider den letzten Hit, ne? Genau. Was ist denn hier los? Na gut, ich habe schon 4 Level gekriegt. Ja. Guck immer noch nach Spinos so ein bisschen. Auch wenn wir sie nicht mehr benutzt haben, die Spinos wirklich. Nee. Das finde ich halt krass, ja, bei Aberration so. Du hast halt so am Anfang diese Startschwierigkeiten. Das dauert alles ziemlich lang, bis du gute Tiere hast. Und zack. Bist fertig. Also im Com-Server haben wir ja schon den Boss gemacht. Und die Map ist gerade mal einen Monat raus, ne? Ja gut, das ist ja in Anführungsstrichen sogar normal. Das ist ja hier auch ein relativ langsames Tempo. Wundert mich, dass du, ohne dass wir hier Movement Speed aktiv haben, doppelt so schnell bist als ich hier. Und ich bin komplett leer, mich. Rennst vor mir weg wie so ein Ferrari. Hast du denn Imprint bei dir drauf? Ja. Okay. Ich hab nur Movement Speed bei mir aktiviert. Okay, das ist noch da. Ich sehe sie. Ja, ich sehe sie auch. Dann machen wir sie jetzt fertig. Ja gut, den letzten Hit machst du halt. Und so machen wir jetzt das Spino weg. Obwohl der Spino. Wir müssen nur aufpassen, dass sie dich nicht grabt. Dann haben wir ein ernsthaftes Problem. Oh. Ja, hier ist ja keine Strahlung. Bist du? Ach da. Erster Alpha hier auf dem Server. Ja. Ach, Spino verschwinde. Also ich habe jetzt schon 11 Level gemacht. Also. Diese scheiß Vieh auf mir 189 Schaden. Sag Bescheid, wenn die so unter 5000 Leben hat, dann stoppe ich meinen Angriff. Kurzen Screenshot machen. So kann es einfach weitergehen. Die tut ja nichts. Die macht einen auf Pazifist. Oh, wollte gerade sagen, macht einen auf Pazifist. Jetzt bewegt sie sich wieder. Ich war gerade im Fotomode. Ja. Dieses Mistvieh muss ja auch abhauen, ne?
glaube, jetzt kannst du noch mal. Jetzt ist hier wieder. Nee, jetzt habe ich gerade einen Sarg bei mir. Und Piranhas. Nee, lässt sich nicht mehr treffen. Kommt an die Beine. Irgendwie hat keine Hitbox da unten. Noch hier. Oh, 303 Schaden. Was geht ab mit der? Ich bin unter Wasser. Ich muss erstmal hier raus. Ich stehe auf so einem kleinen. Eine kleine Anhöhe. Egal, wir waren gerade am Absaufen. Ich glaube, sie ist gerade verbuggt, sie bewegt sich nicht mehr. 13.000. Ah, komm, dann mach du den Rest. Aber die heizt sie nicht hoch. Stimmt, Alphas heizen sich auch gar nicht so hoch. Also, gut so. 7k. Also, ich habe jetzt 13 Level. Bisher. 10.000 Erfahrungspunkte ungefähr. Hier wärst du vorgekommen. Und? Noch ist nichts angerechnet. Unten rechts? Nee. Also ich habe als Spieler das Level gekriegt, ja, aber das, der Dings hat nichts gekriegt. Dann haben sie das mit Alpha-Level rausgenommen. Das kann sein. Clockface. Das heißt, ganz normal weiter Spielersjahr. Ja. Ist das Problem? Wäre zu einfach! Man hätte auch drauf kommen können. Willst du dich zurückporten? Hier ein Teleporter in der Nähe ist, ja. Ja, ich weiß, ich stell dir schnell ein. Du kannst mal gucken gehen. Ja, ich muss ja mein Vieh imprinten, ist nämlich jetzt soweit. Pilze? Ja, ich. Aber ich habe Perception an, also wenn es D-Trip dürfte kein Problem mehr sein. Ich stell dir mal hier vorne hin. Siehst du? Mhm. Ich warte mal kurz auf dich. Ja, der kriegt erstmal ein Imprint, wenn ich unbedingt spazieren gehen muss oder will. Krass, ich hätte es gedacht, die zählt mit rein. Das ist ja wirklich. Hat dir überhaupt noch was gegeben? Das ist doof. Aberrant Helmet Skin. Und Alpha. Hab ich den auch bekommen? Weiß ich gar nicht. Ne, ich habe ihn nicht bekommen. Er ist bei mir im Demo. Okay. Ich glaube, ich nur derjenige, der den getötet hat. So, ich hoffe, dass Reaper nicht spazieren gehen will, dann dauert es nämlich länger. Oh, er will nur knuddeln. So, Next Imprint, 1 Stunde, 11 Minuten, 55 Sekunden. Ja, bist du. Ich bin wieder auf den Rückweg. Das ist doch schon mal gut. So, 5 Uhr. Vielleicht am nächsten Tag kann es sein, dass es umspringt. Ja. Ich bin wieder auf dem Rückweg. Dann kann ich Teleporter aufheben. So. Schnell auf. Auf zu den Spinos. Ah, komm, du hast ja noch Zeit. Du wirst bestimmt noch 20 Minuten haben oder sowas. Keine Ahnung. Oder? Ja, ja, 23 Minuten, alles gut. Ja. Das ist easy. Warum säuft mein Megalo ab? Auch voll doof, dass man die Sprungtaste gedrückt halten muss, dass er nicht absäuft. Ja, ich mache da so mehr ein bisschen hier das Zugucken, weil ich will den nicht im Spiel klauen. Fünfer Spino, der lohnt sich ja mal gar nicht. Zehner Spino, was ist denn hier los? Wenn die beiden Plattmas gibt es trotzdem so um die 20 XP. Ich komme hier nicht ins Wasser raus. Eine Kante und ein Megalo hängt fest. Eieiei. Ja, ich gehe weiter Richtung Jeling-Falle. Können wir es hin und her porten. Suckers. Hey, ich möchte ein Portemonnaie aus Krokodilsleder haben. Klar, dass hier jetzt keine Spinos sind. Doch, da ist einer. War das der Spino? Der Spino stirbt da vorne, vor meiner Nase. Du ahnst es nicht. Der Spino ist tot.
Hallo PvE, könntest du bitte sterben? Danke. Achso, Revenger. Wird das killen, überlasse ich dir, ich will keinen Zwinkern. Wenn es brenzlig wird, dann greife ich ein, aber. Ja, hier wird nichts brenzlig. Stimmt nicht. Das würde mich schon wundern, wenn hier was brenzlig wird jetzt. Ja, 40 Level habe ich schon. Ist ja nur das grüne Gebiet. Das Anfängergebiet, ne? Ja. Muss ich immer Stamina ringen. Das ist noch ein Spiel nur für dich. Ja, wir sind doch gleich bei der Jeling-Falle. Das passt. Da ist Basilo sogar. Basilo? Ja. Du meinst Basilisk? Meine ich ja. Du hast Basilo gesagt. Ja, ja, Basilo ist das Wassertier. Wie viel Level hat er? 25. Dann haben die uns am Anfang geärgert, die Basilisken. Ja. Und jetzt rächen wir uns an die. An den Kadavern rächen wir uns jetzt. Ja. 95er Spino. Wenn wir das gesucht haben. Ja, der gibt schon mal 6 Level. 6 Level? Bist voll? Nee. 7 Level fehlen nur noch. Also gleich bin ich voll. Hier ist wieder ein toter Spino. Das ist nicht, ey. Und ich habe keine Stamina. Und die Sarkos machen die fertig immer. Ja, ja. Oh, wir sind an der Falle. Ja, da hätten sehe ich noch ein Spino und eine Kaki. Die mache ich noch weg und dann müsste ich eigentlich durch sein. Mit Glück. Aber ich brauche Ausdauer. Ich scanne mal das Level von dem Spiel und vielleicht bist du ja dann durch, wenn der dreistellig ist. Dreistellig, ja. S10. Dann bin ich nicht durch. Nee. Ja, dann tötet man ihn noch in der Umgebung alles, dann soll das gleich fertig sein. Oh, doch, hat 4 Level gegeben, krass. Wie viel bist du? 71 jetzt? 72. Mit 3 Level bist du durch. Ja. 73. Oh, ist mir egal. Nice. Ja, 5. 75. Sehr schön. Okay, die Megalos, die geben da auch viel XP, schätze ich mal. Nee, das weiß nicht so viel. Aber durch ist durch für mich. Ja, dann port uns mal zurück. Dann kann ich jetzt noch 17 Minuten warten. Bis dahin müsste auch der nächste Tag angebrochen sein. Schöne Geschichte, schöne Geschichte. Dann haben wir zumindest noch einen Reaper. Dann kann ich ja noch mal unten in der Reaper-Falle gucken, ob ich zumindest was zum Kaputtmachen kriege. Ja, mach das. Oder, zweite, ich werde ein paar starke Megalos rauspacken. Naja. Das nehmen wir mit. Gucken die mit den 38 Punkten in Attack oder was du sagst, sagt das hier? Ja, alle in der Hatchery, nicht im Kühlschrank. Die sind alle eigentlich. Oh. 207 zu 224. Ich hoffe mal, dass die Werte übernommen werden. Ja, das müssten die sein, die da hinten auch in der Ecke stehen. Und die haben beide. Das ist hier der Hedgehog. Der Hedgehog, das ist von Ja, die haben beide 38 im Medium und 40 in HP. Da kannst du ja mal 2, 3 Eier rauswerfen oder so. Ja, tun wir mal 3 Stück, gucken wir mal. So, ich packe erstmal mein ganzes Stuff weg. Und die anderen? Eigentlich hier ist auch schwach. Das sind also die 207er, die haben nicht viel zu bieten. So viel Fleisch.
Tja, unser Rockdreck in der Stube. Ja, ist das wirklich. Kann man hier sagen, wir haben den Rockdreck-Kindergarten. Oh, Mutation, wie schön! Ich hab pinken. Wie geil ist das denn? Ich habe hier eine pinke Farbe. Oh wow, das ist richtig pink, krass. Das ist richtig toll. Ist der männlich oder weiblich? Muss mal gucken. Ich pfeife dir das mal ab. Muss schauen, das ist eine. Das pfeife ich dir mal an und bewege ich dir mal ein bisschen weg, weil so komm. Na komm. Brauchst auch die Eier schön an auf den Haufen. Da ist ein Weibchen. So, gucke, was der hat an Werte. Wo die Mutation überhaupt drauf hat. Der hat gar keine Mutation. Was? Er hat zwar die Farbe, aber die hat überall Null stehen. Okay. Okay, ihr Lieben, wir werden jetzt noch 14, 15 Minuten hier warten, das Ding rauspoppen und dann hoffentlich mal einen Reaper haben und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Macht's gut, bis dann, ciao, ciao. Ciao.